Anstatt hier einfach da auf den Bergen. Klar, gibt es da zwar nicht viel, aber Wasser kann man rüber transportieren. Dann kann man immer hier laufen und dann hätte man hier alles. Dann könnte man ja theoretisch die wichtigsten Sachen mitnehmen, die unwichtigsten Sachen die in der Kiste hier lassen. Oder versuchen dann auch nach und nach alles mitzunehmen. Dann können wir ja hier eigentlich immer wieder hinlaufen. Alles abholen. Theoretisch. Hat man mir jetzt eigentlich geschrieben? Nee, immer noch nicht. Ach Freunde, kauft niemals bei Klarna ein. Naja, haben wir schon gar nicht bei Google. Einfach nur nervenaufreibend. Was bis jetzt alles passiert ist, vorgefallen ist, ja. So, machen wir erstmal eine Spitzhacke. Schaufel. Noch ein Schwert. Das machen wir das wieder so. So. Jetzt haben wir schlafen. Du kannst nur nachts schlafen. Wusste ich nicht. Entschuldigung, Minecraft. Ist natürlich die Sache. Möchte natürlich vielleicht sogar gerne oben auf dem Berg wohnen, aber... Der geht nicht, gell? Ah, doch. So, ich glaube, das ist jetzt alles... Bett. Ne, lass mal hier stehen. Gut, auf geht's. Jetzt gehen wir in die Berglandschaft. Ich glaube, Holz. Ja, wir haben sowieso hier eine Setzling. Eine Sache, die wir noch machen, ist das hier. Wir nehmen mal Wasser mit. Weißt du was? Was brauchen wir nicht da drüben? Wir bräuchten jetzt zum Beispiel kein Zuckerrohr da drüben. Und keine Kakteen. Okay. Okay, da gibt's sogar Wasser. Ist es sogar noch besser. Das ist ja sogar noch besser. Aber es fällt mir eigentlich gar nicht auf, dass die Texturen wieder anders sind, also dass sie wieder normal sind. Haben wir, glaube ich, auch in irgendeiner Version die Vanilla-Texturen geändert. Warum auch immer. Wer auch immer auf diese Idee kam, Props gehen raus, das, ja, hätte überhaupt nicht sein müssen. Da sehen natürlich jetzt viele Blöcke oder manche Blöcke anders aus. Auch schöner, aber naja. Wo möchte ich denn hier oben wohnen? Will ich hier ein Haus? Will ich hier ein Haus bauen oder drüben? Kann ich dazu noch gar nicht so richtig sagen. Aber hey, ich glaube, ich baue da. Ich baue hier oben ein Haus. Nicht hier. Nee, ich baue da drüben ein Haus hier. Habe ich jetzt einfach so mal im Eifer des Gefechts entschieden. So, gehen wir mal hoch. Oha. Ah ja. Sehr gut. Ist auch extrem praktisch. Können wir gleich eine Höhle anschließen? Cool. Hier hinten.
Da hinten ist wieder. Könnte es sein, dass es, oh, da wäre auch geil. Egal. Könnte es sein, dass es in der 147 generell mehr oder üblicherweise ist, dass es das mehr Dschungel, Wälder existieren. Hier, das ist der perfekte Thronplatz. Jo, gut. Das ist der perfekte Platz hier. Müssen wir ein bisschen Terraforming betreiben. Davon würde ich aber erstmal eine Truhe hier hinstellen, dass wir das wichtiges Zeug reintun können. Da unten ist nichts. Naja, ein Schwein eben. Dann würde ich das Haus hier oben hinbauen. Oder warte mal. Bevor wir das abreißen, bauen wir lieber was dazu. Und setzen dann einfach da rein, da drin das Haus. Wie das Haus jetzt so aussehen könnte, weiß ich noch nicht. Da müssen wir aber nochmal nachschauen. Ja, können wir hier sogar noch ein bisschen vergrößern. So, hier auch nochmal. Da oben können wir jetzt nochmal die Plattform ein bisschen größer machen. Passt ja. Und ratzfatz haben wir die einfach so vergrößert. Ohne viel Mühen, ohne viel Aufwand. Und vor allem das Wichtigste, ohne Ressourcenverschwendung. Einfach mal ganz kurz, schnell, gekonnt, Berg aufgebügelt. Dann machen wir die hier noch weg. Sieht ein bisschen besser aus. Dann können wir die hier hin noch klatschen. Okay, gut. Dann könnte man theoretisch hier das Fundament reinlegen. Je nachdem, was ich hier für ein Haus bauen möchte. Je nachdem. Oh, ich sehe gerade. So lange haben wir gar nicht mehr, gell? Jetzt haben wir gerade 19.30 Uhr. Wird vielleicht ja noch bis knapp 20 Uhr machen. Heißt auch locker so etwa eine halbe Stunde. Ja, machen wir das so. Vielleicht könnte man hier sogar noch ein bisschen was Schmaleres reinmachen. Mal schauen, vielleicht irgendeine Terrasse oder so. Wer weiß, was uns da einfallen würde. Aber erstmal. Oh, hat mich so traurig angeschaut. Ja, kommt mal her, eure Artgenossen werden jetzt, schön gebraten. Schmeckt bestimmt sehr gut. Gegrillte Schwein. Okay, gut. Dann brauchen wir jetzt erstmal eine Werkbank. Bauen wir jetzt erstmal hier hin. Deine Truhe. So. Können wir jetzt erstmal da. Oh, Sand können wir eigentlich schon mal durchbraten. Naja, das Essen könnte man theoretisch, wenn man das so sieht, auch durchbraten. Was aber jetzt nicht so ganz wichtig ist. Tun wir erstmal hier das ganze Zeug da rein. So viel brauche ich von dem ganzen Krusch gar nicht. Erde weg. Habe ich noch Stein? Nee, toll. So, machen wir am besten mal zwei. Nee, das nicht.
Ach ja. Schöne alte Version, noch komplett umständlich. So, hier schön zwei Öflis. Ah, wie wunderbar. Und tu mir 8 Kohle rein. Können wir hier Fleisch nehmen und braten mir hier mal das Fleisch durch. Wo haben wir jetzt eigentlich das Holz hin? Hier rein, gell? Ja. Gut. Dann würde ich jetzt erstmal wieder den Trick, wie es sonst auch machen. Immer schön alles mit Slabs machen. Ihr wisst ja, man muss sparen, sparen, sparen. Egal wo. Wenn man sparen, dann wird man glücklich. Aber wenn man zu viel spart, weiß gar nicht, kann man sich in den Tod sparen? Geht sowas? Wenn man wirklich auf jedes kleine Detail achtet, wo man irgendwas einsparen kann und sonst irgendwas, klar. Würde natürlich gehen, wäre natürlich auch, stimmt, müssen wir gleich mal ein Bett bauen, wird schon wieder dunkel. Wird natürlich gehen, aber ich weiß es nicht. Auf langer Sicht hin würde man bestimmt einiges an Geld sparen. Auch bei größeren Investitionen locker. Aber wie das jetzt eben so mit Lebensmitteln und so aussieht, also da, klar, da kann man wahrscheinlich auch richtig gut sparen. So ein richtiger Sparfuchs sein. Aber, naja. Oh, Moment. Dann wir haben hier sogar Glasscheiben. Gibt's sogar schon in der Version. Ha, bin ich wieder glücklich. Ah, oho. 3 davon. Zack, zack, zack. Ja, danke. 3 davon. So, ein Bett. Und einmal schlafen, bitte. So, mal schauen. Ich habe schon wieder irgendwas bekommen hier. Hier, wieder Werbung. Dum, dum, dum. La, 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 la. Aber im Grunde her hat sich Minecraft eigentlich gar nicht so verändert vom Grundkonzept her. Klar, es hier natürlich komplett darüber streiten. Jeder hat natürlich eine andere Ansichtssache. Minecraft kann natürlich auch jetzt eine komplett andere Richtung gehen oder hat derzeit überhaupt keine Richtung, in welches, ja, welche Richtung sich Minecraft derzeit entwickelt, ist natürlich so eine Sache. Weil ich habe derzeit so das Gefühl, Minecraft versucht sich so an die moderne, an die Modernität irgendwie anzupassen. Die Spieler haben eben Bedürfnisse. Und wollen halt eben Veränderungen in Minecraft haben. Natürlich nicht alle. Ich persönlich finde die ganzen Neuerungen zwar toll, aber bis zu einer gewissen Weise sind diese Neuerungen auch viel zu viel. Deswegen gibt es ja auch Mods. Es gibt ja auch extra Mods dafür. Die Sache ist aber, Mods hin oder her, Minecraft hat die besten Mod-Zeiten und generell die besten, ich weiß nicht, wie es bei den Spielerzeiten aussieht, aber generell die besten Mod-Zeiten hinter sich. Denn derzeit, wie ich vermute, bricht Minecraft so ein bisschen, so ein bisschen auseinander. Weil irgendwie wird im Mod-Bereich für die neuen Versionen, weil es gibt so unfassbar schnell neue Versionen, die kommen da irgendwie gefühlt gar nicht mehr hinterher. Bei dem Updaten und Machen und Tun von neuen Mods und so. Neuen Ideen vor allem. Dass es aktuell sehr schwer wird. Oder ist. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil damals hatte Minecraft halt relativ wenig. Aber dafür konnte man halt modtechnisch so unfassbar viel eben aus Minecraft rausholen. Jetzt, der Minecraft die ganzen Sachen nach und nach eben nachrüstet. Für Update, wollen ja im übernächsten Update, also 1.17 dann, nach und nach die ganzen Chunks, die ganzen Biome eben auch upgraden und verändern und so. Und das, ist zwar schön und gut, aber irgendwann kommt halt wirklich viel zu viel in das Game rein.
viel zu viel Neues. Wo dann wahrscheinlich die ganzen älteren Minecraft-Spieler keine Lust mehr haben, weil es halt wirklich zu viel wird. Dann ist es halt in dem Sinne gar nicht mehr Minecraft, wenn ich das so sagen kann. Weil halt dann wirklich zu viel eben ins Spiel reingekommen ist. So. Gut, dann fällen wir mal den Baum hier noch. Aber ja, ich lasse mich einfach mal auf die Zukunft überraschen. Wie es so weitergeht mit Minecraft. Was so die 1.16 bringen wird. Eben Nether-Update, wie es umgesetzt ist und so. Davon gibt es ja derzeit schon reichlich Snapshots. Müsst ihr mal nachschauen, vielleicht gibt es mal wieder ein Update. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Sachen gehen schneller kaputt als heutzutage. Toll, da habe ich sogar noch eine Schaufel. Aber passt alles, ja. Dum-dum-dum-dum. Dau-dau. So, tun wir mal das Zeug wieder hier rein. Brauche ich derzeit nicht. Wie auch immer ich das jetzt machen soll. Ja, naja, mal schauen. Ob ich jetzt äußerlich oder innerlich? Nee. Ich will hier schon Dings haben. So, richtig massive. Ja. Holzblöcke. Oh. Sieht nicht sehr gut aus. Müssen wir da helfen. So, wapp. Dum, 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 dum. Dau, dau. Ist natürlich die Sache. Nee, will. Na toll. Also, habe ich mich sogar verbaut. Oder? Nee, nicht unbedingt. Das kann ich eigentlich sogar. Nee, eigentlich wollte ich das so machen. Hm. Also ich mach das so. Mach das dann eben so.